Salut Bissome, es ist ein Moik, wo alle Elsasser kennen. Alsace in Herz. Es ist Kriegst, Milchkooperative vom Elsass. Für ein paar Wochen haben sie ein neues Produkt rausgegeben. Der Butter, das sehen wir jetzt gleich. In der Kooperative von Herz läuft die Butterproduktion an erst in zwei Monaten. Ein neues Atelier speziell aménagiert worden. Das Personal hat Ausbildungen durchgeführt, für das neue Produkt in Griff zu nehmen. Il est très bien. Au niveau température, il est excellent. Et visuellement, il est magnifique. On va juste un petit peu le malaxer, encore un petit peu. Au niveau de l'odeur, on la sent, elle est magnifique. C'est un beurre extra fin, beurre de baratte. C'est un barattage doux qu'on fait. Donc on n'agresse pas la crème, on la baratte très lentement. C'est vraiment un beurre fermier, on va dire. Il est souple, il est homogène, il ne se déchire pas. Il est beau. Alsace hat in seiner Geschichte schon Butter produziert, allemals in seiner Hornoa-Molkerei. Für 30 Jahre ist aber aufgesteckt worden. Heute ist genug Kram da und der Morik reif genug für das neue lokale Produkt. Merci. Ja, wollen wir noch versuchen, den Butter? Ja. Dann kommen wir von 3 Meter Zunge. Unser Ziel ist gewesen, eine Qualitätsbutter zu machen. Sonst hätten wir eine Kanone kaufen können, wie die Konkurrenz macht, wie er in der Bretagne gemacht wurde. Das haben wir nicht gewählt. Vom Butter reden wir von 80% Fett. Wir sind viel höher da. Weil dem, was wir in unserem Frigidaire machen können, noch etwas schmieren. Der Butter, wie hart ist mehr Wasser drin. He? Ja, es ist ganz einfach. He? Dabei ist das Fett an sich nicht hart. Es ist das Wasser, wie noch drin ist. Her. Und bei dem, wir haben auch gewählt, dass er schmierbar ist. Weil da liegen ja auch die Fehler drauf. Und was man noch vom Frigidaire holt, dass man nicht zuerst die Zundmasleien oder was aufgeht, dass man ihn schmieren kann. Voilà. Und das ist das, was wir zu Ei gebracht haben. He? Für deine Butter herzustellen, wird nur weite Milch benutzt. Auf den 200 Züchter, die ihre Milch und Kooperativ abliefern, produzieren 60 davon unter dem Label Lait de Pâturage. Der Cahier des Charges, das heisst 120 Steine Minimum, 10 Euro pro Kuh, das ist das Minimum. Und aus Kuh und aus Tag gezählt können aus Weide, wenn sie mindestens 6 Stunden draußen bleiben. Und das wird nachgelöst und das, jeder Bauer muss aufschreiben, wann die Kühe gehen. Das wird alles aufgeschrieben und wird dann nachgelöst. Neuer Butter, neuer Rahm auch mit Weidemilch. Alsace bringt ständig neue Produkte auf den Markt und es klappt. Im April werden in Herd der erste Joghurt von seiner Geschichte produziert. Les gens sont attachés à la marque. Donc ça c'est quelque chose d'important. Le taux de notoriété de la marque Alsace est connu, important. Bon, ce qu'il faut, c'est qu'on travaille aussi dans le renouvellement aussi un peu des générations. Hein. Le gros de notre clientèle, c'est des gens matures. Donc il faudrait qu'on puisse renouveler quelques propositions, quelques offres dans des produits plus enfants. Alle die Produkte helfen zu der Entwicklung von der Kooperative. Während Covid hat Alsace seinen 40. Geburtstag nicht können feiern. Seine Geschichte hat 1979 angefangen durch die Zusammenschließung von kleinen Molkereien, den Bau von der Fabrik in den 80er Jahren. Der Brand 2000 hat alles können zerstören. Alsace ist davon gekommen. Bleibt ein unabhängiger Betrieb mit 200 Milchbauern und 270 Angestellte. Heute können wir stolz sein auf unsere Molkerei, das ist 100% sicher. Aber es ist nicht meine Molkerei. Es ist eine Molkerei, ich habe noch einen Vorstand gehabt. Wir haben eine Direktion, wir haben unsere ganzen Leute, wie wir bezahlen. Ich glaube, es ist eine Molkerei, wie in den Büren gehört und wie auch in der Arbeiter, wie du arbeiten, gehört. Weil, wenn es zusammen gebrannt hat, muss man sagen, die Arbeiter haben alle angenommen, also vorgehen ins Deutschland, ins Lothringen, für dort wieder zu arbeiten. Und wir haben die Menschen auch geführt. Ich glaube, es haben alle mitgeholfen, dass wir das sehen, was wir heute sehen. Im nächsten gibt es einen anderen Wandel, der Michel Debes, der zur gleichen Zeit Milchbauer ist und seit 33 Jahren der Präsident von Alsace, soll seinen Platz an die nächste Generation weitergeben. In unserem Frau der Frech ist heute Charlotte Lieb, Drossi, Studentin in Strasbourg.
Ich bin Charlotte Lieb und ich studiere Deutsch in einem Master, das heißt Dynamik Soziale und Kulturelle. Wo kommst du? Ich komme aus zwei Gegenden, Elsass und Guadeloupe. Wie hast du Elsassisch gelernt? Ich habe mit meinem Vater gelernt und mit meinen Großeltern. Und was gefällt dir daran? Die Sprache gefällt mir und durch das, dass man in Deutschland ist, finde ich das sinnvoll. Was für einen Beruf willst du später machen? Ich würde Lehrerin werden. Bist du frisch oder frech? Ich bin frech. Und mit wem? Mit meinen Großeltern, mit meinem Vater, mit allen. In der Lesen oder Gügen? Lesen. Fantasiebücher. Was ist dein liebste Wort auf Elsässisch? Schnapsidee. Mit oder ohne? Mit einem Schuss Rum in Kurodeck. Und was ist das Wichtigste im Leben für dich? Die Dinge mit ein bisschen guten Willen zu machen und immer positiv zu sein. Und deine größten Träume? Ich würde mal die Kirche von der Welt machen.